So, wir sind wieder im Lager. Und was ich jetzt gerne als erstes mal machen würde, ist ein bisschen das Inventar aufräumen. Weil wir ja doch einiges inzwischen schon wieder mit uns rumschleppen. Genau, die. Warte mal kurz, wir haben Liliana. Ja, das ist alles nicht der Rede wert. Die Pfeile, die müssen wir eigentlich. Ich weiß nicht. Ich würde sagen, wir heben die Pfeile lieber erstmal auf. Ich weiß gar nicht, wofür diese Kristalle sind. Wir heben die Pfeile erstmal auf, weil es ja sein kann, dass Liliana irgendwann nochmal einen Bogen bekommt. Ja, das ist alles. So, was ist mit Out? Schaden gegen dunkle Brut. Wir haben übrigens noch keine Sockel da drin. Hier keine Verzauberung. Kälteresistenz, Feuerresistenz. Das ist schon geil, ne? Ist schon geil. Ich glaube, den könnten wir behalten. So, was haben wir noch? Haube des Distanzläufers. Ausdauer, Regeneration im Kampf. Ja, ich glaube, bevor wir jetzt hier mit dem Verkaufen loslegen, sollten wir erst gucken, was die Leute denn hier so Schönes anziehen können. Hier ist leider keine Geschicklichkeit drauf, dafür aber mehr Rüstung. So, dann haben wir hier noch die Gürtelschnalle der Winde. Elektrizitätsschaden. Ja, keine Ahnung. Ja, der Kälteschaden ist natürlich auch gut. Hier nehmen wir doch den hier. Da ist gar nichts drauf. So. Plus 10% auf erhaltene heilende Effekte. Das ist doch eher was für Alistair. Oder? Ich glaube, das ist doch was für Alistair. So. Kriegt Morrigan diesen Gürtel? Und so. Und damit dürfen wir eigentlich die Ausrüstung schon abgecheckt haben, oder? Da ist mehr Rüstung drauf. Nee, wir haben tatsächlich noch nicht alles abgecheckt. Templerrüstung. Warum hat er die nicht an? Sieht auch besser aus. So, was haben wir noch? Schwierigkeitenrüstungshandschuhe. Ah, ich sehe schon, wir haben. Na gut, die Erschöpfung ist größer. Das stimmt wohl. Aber dafür. Wobei, nee, wir lassen es bei den Ketten. So, jetzt können wir weiterverkaufen. Something you need? I'm sure I'll. Weg. Weg. Ah, den Templerhelm konnte er, glaube ich, nicht tragen, ne? Ja, immer alles weg damit. Finden wir auch wieder das Zeug. So, das war ganz cool. Das heben wir mal auf. Jetzt haben wir nur noch 50.
im Inventar. Noch irgendwas, was wir wegschmeißen können. Rutzeige Resistenz gegen Elektrizität schaden. Ich weiß ja nicht, ob wir das alles brauchen, ne? Ja, ich weiß jetzt nicht mehr, was von diesen ganzen Edelsteinen wir behalten können und was nicht. Ich weiß es doch nicht. Hier sind Runen. Da gucken wir auch gleich mal nach. Und diese ganzen Scherben und so, ich weiß überhaupt nicht, wofür wir das eigentlich alles brauchen. So. Jetzt haben wir auf jeden Fall wieder mehr Platz. Und jetzt gucken wir mal. Enchantment? Yep. Enchantment! So, den haben wir noch nicht verzaubert, ne? So, Elektrizitätsschaden, Zauberresistenz ist geil. Schaden gegen Untote geht so. Aber Zauberresistenz ist sehr gut. Das Ding haben wir auch noch gar nicht gesockelt gehabt. Welches ist jetzt besser? Ich würde halt sagen, das hier ist besser. Es macht zwar ein bisschen weniger Schaden, aber dafür haben wir halt diese Feuerresistenz da drauf, die sehr praktisch sein könnte. Und den Feuerschaden. Also. So. So, alles da. Dann bekommst du jetzt deine Waffe überreicht. Zack. Gorums Schwert können wir dann eigentlich verkaufen. Das ist eine Einhandwaffe, ne? Ja. Meine Wiener hat ja hier diese Dolche. Kann sie eh nicht tragen. Sie braucht dafür Stärke. Ja, komm, dann. Verkaufen. Bringt ja irgendwie nichts, das mit sich rumzuschleppen. So, wir haben jetzt 47 Gold. Können wir dafür irgendwas kaufen, was uns viel bringt? Das ist mir zu teuer. Kuschelstein. Und vielleicht eine coolere Armbrust für Liliana. Ach, für Armbrüste brauchst du die Stärke. Der Bogen des Fuchses. Das ist schon ganz geil, ne? Stärke-Modifikator. Sollen wir hier mal wieder einen Bogen verpassen? Ich kauf den jetzt. Gnade des Waldgeists. Naturschaden. Naturschaden haben wir, glaube ich, kaum. Schade. So. Ich glaube, das reicht dann aber auch. Ich meine, wir müssen ja nicht unsere Kohle jetzt schon wieder unnötig rauspfeffern. So, dann nimm du mal den Bogen und nimm und nahe hier so Eispfeile oder so. Yay. Ich nehme schon wieder das falsche Set an. So. Genau. Stan wollte ja, glaube ich, immer noch nicht mit ihm. Ich meine, wir haben den ja auch noch gar nicht wieder mitgenommen, ne? Wie noch wer mit uns reden möchte? Look. Before we go any further, I want to say something. I appreciate that you brought me to see my sister. And that you, well, that you were there to talk me down after we left. Ja, bitte. You're a true friend. I just wanted to tell you that. Yay. Wir müssen das gemeinsam durchstehen. That we are. I have your back. You know that, right? Well, now that that's out of the way, I... Yes? Neue Fragen? Of course.
Okay. Ich weiß gar nicht, sind wir jetzt eigentlich mit ihm schon zusammen? Well, we're in camp. Now's as good a time as any to talk, right? Ah. Oh. You want to right now? Well, who am I to refuse? Wow. Wie süß. Ich weiß gar nicht, ob wir mit ihm schon zusammen sind, um ehrlich zu sein. Zuneigung plus 70. Schönes Lied übrigens. Here I am. Ich habe übrigens mal das Dragon Age Enhanced oder wie das heißt. Nee, Redesigned heißt es, glaube ich. Dragon Age Redesigned für Severin deinstalliert, weil er diese komischen weißen Haare hatte. Ich habe ein paar Texturfehler im Spiel. Das sieht man auch an den Augen manchmal. Ich habe auch schon kurz überlegt, hier vor der Aufnahme das Spiel mal zu deinstallieren und neu die Mods neu zu installieren. Aber ich habe ein bisschen Angst, dass wir unsere Safe Games nicht mehr laden können, wenn ich das mache. Deswegen lasse ich das lieber erstmal, weil hinterher sitzen wir dann da und es gibt einen Ladefehler und alles ist scheiße. Deswegen lassen wir das mal. Entschuldigung. Könnt ihr mir ein paar Fragen? Ich weiß gar nicht, haben wir mit dem schon geredet? Oh, this should be good. Go ahead. Oh Gott, ich glaube, es tut mir so leid, aber ich kann mich nicht erinnern, ob wir schon mit dem gesprochen hatten. Oh, you wish to know about Antiva, do you? The only way to truly appreciate it would be to go there. It is a warm place, not cold and harsh like this Ferelden. In Antiva it rains often, but the flowers are always in bloom. Or so the saying goes. Und es gibt dort Mörder. Wollt ihr nicht dorthin zurück? It's not really a matter of wanting to go back. I cannot go. At least not yet. I hail from the glorious Antiva City, home to the Royal Palace. It is a glittering gem amidst the sand, my Antiva City. Do you come from someplace comparable? Nee. Ich stamme in der Tat nicht aus einem glitzernden Juwel. No? That is too bad. If you were, then surely you would spend as much time boasting about it as I do. You know what is most odd? We speak of my homeland, and for all its war on reporting for duty, prepare to be boarded. No, there is no need to deny it. I do not mind. What? Das Leder. Was soll das heißen? Das muss ich hören. I mean the smell. For years, I lived in a tiny apartment near Antiva City's leather-making district, in a building where the crows stored their youngest recruits, packed in like crates. I grew accustomed to the stench, even though the humans complained of it constantly. To this day, the smell of fresh leather is what reminds me most of home, more than anything else. Okay, verstehe. Ihr klingt, als wärt ihr schon ewig von zu Hause fort. Oh, not so long, I know. It is my first time away from Antiva, however, and the thought of never returning makes me think of it constantly. Before I left, I was tempted to spend what little coin I possessed on leather boots I spotted in a store window. Finest Antivan leather. Perfect craftsmanship. Ah, but I was a fool to leave them. I thought, ah, Zevran, you can buy them when you return as a reward for a job well done. More the fool I, no? Das zweite ist ja geil. Keine Stiefel aus Antiva für euch. Belohnung für meinen Tod, richtig? Keine Stiefel aus Antiva für euch. Indeed. No Antivan boots for Zevran. One simply never knows what is to come next. How could I have suspected I would end up defeated by a beautiful Grey Warden? A woman who then spares my life? I could not. Der versucht jetzt natürlich mit uns zu flirten. Er ist halt auch eine mögliche Romanze, aber ich, naja, bin nicht so ein Riesenfan von ihm. Wunderschön, ja.
I say you are beautiful because it is true. Should I not? Bemüht euch nicht, ich hab euch durchschaut. I'm not sure that that's the route I would take. Were I to continue old habits, but as you wish. Now, if it is all the same to you, I would prefer not to speak more of Antiva. It makes me wistful and hungry for a proper meal. Oh, das hat ihm gar nicht gefallen, dass wir ihn so abgelehnt haben jetzt. Abgelehnt, lehnt, nachdem er uns angeflirtet hat. Ein bisschen schade, weil ich wollte ja eigentlich mit ihm, also ich wollte ja schon die Dialogoption mit ihm irgendwie erforschen. Hatten wir denn eigentlich jetzt noch irgendwelche Geschenke im Inventar? Nee, ich glaube nicht. Schade. So, Liliana. Yes? Something you need? Finde ich, sollte gehen. Yes? What's on your mind? Ja, okay. Das war auch nichts. Genau, Morrigan hatte, glaube ich, noch die Quest für uns, ne? Dass wir zurück zu ihrer Mutti gehen. Hatte ich schwache Wundumschläge, Wundumschläge, mächtige Wundumschläge, starke Wundumschläge haben wir noch gar nicht hier im Winter. Wow. Die dürfen natürlich auch nicht fehlen. Starker Wundumschlag. So. Und Alistair. Ich wusste gar nicht, dass es starke gibt, die noch zwischen mächtigen und normalen sind. So. Okay. Wir haben halt auch echt kaum noch Verletzungsausrüstung. Das gefällt mir alles gar nicht. Warte mal, starke Verletzungsausrüstung haben wir auch. Boah, was man hier alles im Inventar haben muss, ne? So, das war die normale. Wenn ich die nicht im Inventar habe, dann habe ich die auch nicht auf dem Schirm, wenn wir sie irgendwann mal brauchen. Und das ist Mist. So. Ich weiß jetzt gar nicht. Hatte die jetzt noch irgendwas zu sagen? I wait your command. Full of questions, are you? Okay. Dann haben wir anscheinend wirklich alles schon besprochen. Dann müssten wir uns jetzt überlegen, was wir als nächstes machen wollen. Es ist soweit. Wir könnten einen der DLCs mal machen. Da hätte ich definitiv Bock drauf. Weil die kenne ich nämlich noch gar nicht. Soldatengipfel oder Bandlorenz-Ländereien. Wir können uns einfach mal ein bisschen überraschen lassen, was so kommt. Ich meine, questmäßig wäre jetzt halt als nächstes wahrscheinlich entweder die Elfen dran oder wir würden die Urne der Heiligen Asche suchen. Okay, irgendwie haben wir dieses Ritual gar nicht abgeschlossen. Und wir haben natürlich Flemmes Zauberbuch. Genau. Findet die alte Hexe vermutlich am gleichen Ort wie beim letzten Mal. Das könnten wir machen. Nur wäre das halt... Ja. Indeed. Ich kann gerade nicht offen über meine Gedanken sprechen, ohne zu spoilern. Was ist das alles hier?
Solcher Pass. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, wir gehen machen das jetzt. Wir versuchen das jetzt mit Flemeth mal. Haben einen ganz schön weiten Weg vor uns aus Denerim. Ja, Kunari. Oh. Liana hat ja noch einen Stufenaufstieg. Okay, wir sind betäubt. An order. So, Liliana hat das schon aufs Fressbrett gekriegt. Ich weiß leider gar nicht, warum. Ready. Oh, der Söldner, der Söldner. Wir werden direkt schon wieder auf die Fresse kriegen. Aua. Viele sind denn das überhaupt? Und warum ist Morrigan da hinten? Okay, Morrigan. Du hilfst uns mal hier. Okay, jetzt ist sie ein bisschen in der Bredouille hier. Au. Ey, das ist so gemein, ne? Ein ätzender Kampf nach dem nächsten. Okay, geh mal erst auf den Mabari. Morrigan, du ziehst dich auch mal ein bisschen zurück. I see. Okay, Alistair ist kaputt. Da endet unsere Reise schon was. Okay, auf wie mit Gebrüll. Morrigan, kannst du nicht. You will learn to fear me. Kannst du nicht deine Bärengestalt mal starten hier? Ja. Aber irgendwie. Ach, das ist sie. Ups. Don't kill him. Was? Warum? He is no common bandit. None of them were. Their weapons and armor are of fine make, and they are well trained. You know what I'm talking about, don't you? Who are you? Someone who regrets taking you on. I was told it would be an easy job. Kill the little red-haired girl. Deal with the others as we pleased. Kill the... You came to kill me? Okay. Hat das Ganze was mit Orle zu tun? It could. You may be right. Who sent you? Why am I wanted dead? I don't pay to ask why someone wants someone else dead. I just need to know what to do and where to get my money. Ha! Money. I'll be lucky to get away with my life, it seems. Maybe we could work something out. You like the idea? Speak quickly. I've no real quarrel with you. Wasn't me that wanted you dead. But I know how you can find the one who does. Okay.
Neuer Leben im Austausch gegen Informationen. I have some directions written down on how to get to the house. It's in Denerim. Yeah, it's the best I can do. Nun, da kommen wir gerade her. Now leave. I never want to see you again. Schön, bevor wir unsere Meinung ändern. Don't worry. I'll not trouble you no more. It's Marjolaine. It has to be. Okay. Warum jetzt? Maybe someone saw me. Maybe she's finally found me and wants to finish what she started. Ja, aber ich komme doch gerade aus Denerim. Was wollt ihr jetzt tun? She needs to answer for what she's done to me. If we are ever in Denerim, I would like to seek her out. Okay. Es dürfte ja wohl kaum lang dauern. Ja, okay. Perhaps it's time to settle this score for good. Okay. Leider haben wir schon wieder jede Menge Wundumschläge verbraucht. So, Geschicklichkeit und Stärke. Machen wir die Giftherstellung. Oh, die Klugheit. Die Klugheit. Komm, dann erfüllen wir uns jetzt unseren Traum, dass sie endlich alle Schlösser knacken kann. Dann stehen wir nie wieder vor irgendeiner Truhe. Fertigkeit reicht nicht aus. So, Todeswurzeln sammeln auf jeden Fall. Trap, right ahead. Wo? Stehen bleiben. Wo denn, Liliana? Wo? Fallenauslöser. Ja. Du sollst das eigentlich entschärfen. Naja. So, erhaltene Gegenstände. It is begun. So, das ist der Weg zurück. Wir wollen aber jetzt erstmal weiter. Todeswurzel, Elfenwurzel. As you said. Sehr schön, mit Elfenwurzeln können wir neue Umschläge machen. Ja, setzen wir unseren Weg erstmal fort, ne? So. Flemmes Hütte. Schlüssel erforderlich. Oh? Hm. Okay. Das ist jetzt komisch. Die sollte doch eigentlich hier sein. Dachte ich. Hier war sie zumindest das letzte Mal, oder? Habe ich das falsch in Erinnerung? Hm. Das ist jetzt komisch. Ich google das mal kurz. Wie heißt die Quest denn nochmal? Ich glaube irgendwas mit... Flemmes Zauberbuch. Nun.
Nehmt Morgan aus eurer Gruppe und verlasst das. Ach so. Okay. Okay, okay, man, wir dürfen Morgan hier gar nicht mit hinnehmen. Doof. Dann machen wir kurz einen Zwischenstopp ins Lager. How will you end it? Was ist mit ihm jetzt? Wir müssen gegen die Dämonen kämpfen. Wir müssen gegen den Erzdämon kämpfen. Is that all? It is surrounded by an ocean of darkspawn. How will you reach it? If you reach it, how will you slay it? You say you are a Grey Warden. I have heard stories of this order. Was habt ihr denn gehört? Great strategists and peerless warriors. That is what we hear of the Wardens. So far, I am not impressed. Bin ich hier, um euch zu beeindrucken? Evidently not. It remains only to see what you are here for. Komischer Typ. Genau. Okay, dann haben wir jetzt in der Folge nicht so viel erreicht, aber wir werden dann, ich weiß nicht, ob wir das mit Flemeth jetzt machen sollen. Ich kann euch nicht sagen, warum ich überlege, ob ich das jetzt machen will, weil das würde spoilern, aber ich, es ist halt überall warten Kämpfe und alles ist schwierig und wir haben nicht wirklich Vorräte und... Ja gut, ich überlege mir was zur nächsten Folge. Bis dahin, ciao.